Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich einen Temperaturrechner erstellen, und zwar einen, der einen eingegebenen Fahrenheitwert in Celsius umwandelt und umgekehrt einen Celsius-Wert in Fahrenheit. Der User soll halt die Möglichkeit bekommen, auszuwählen, was er denn machen möchte, welche Art von Temperatur er eingeben möchte. Ja, und dann wird eben die Berechnung ausgeführt vom Programm und das Ergebnis wird dann ausgegeben, ne? Ihr seht, dass ich wieder im Terminal bin. Klar, ich habe das ja gesagt in meinen vorangegangenen Videos, dass ich von nun an im Terminal programmiere. Ich liebe Xcode, ich liebe ganz klar diese IDE, aber ich mag es genauso, mich ins Terminal zu begeben, und ich rate euch auch dazu, hier mir zu folgen und auch Terminal zusammen mit dem Vim-Editor zu benutzen. Ihr müsst das nicht tun, ihr könnt eine eigene IDE verwenden, Codeblocks oder eben, wie gesagt, Xcode. Ihr könnt einen anderen Texteditor verwenden, ne? Aber ich sag's mal so, je fortgeschrittener ihr werdet, desto mehr werdet ihr die Vorteile des Terminals irgendwann mal zu schätzen wissen, ne? Okay, naja, gut. Das vorangestellt. Okay, jetzt gebe ich mal hier die Anweisung Clear mal ein und bereinige hier den Bildschirm. So, wir wollen jetzt hier loslegen, und zwar lege ich eine Quellcode-Datei an und die nenne ich Temperatur. Und sagen wir temp, temp.c. Ja? Temp.c, und die Taste I versetzt uns in den Insert-Modus. So, und jetzt hätten wir auch das Grundgerüst, beinahe. Und mit der Return-Anweisung haben wir es jetzt auch ganz, ne? Das ist das Grundgerüst. Klar, dieses Grundgerüst, das wird automatisch angelegt, wenn ihr Xcode startet. Aber ja, ne? Je bequemer ihr es habt, desto schwieriger wird es sein, Fortschritte zu erzielen, und je unbequemer ihr es euch macht, desto steiler steigt dann auch die Lernkurve an, ne? Okay, so, ich modularisiere dieses Programm, und zwar einmal in Form einer Funktion, die einfach nur ein Menü hier ausgibt. Show Menu. Volt Show Menu. Ja, und hier soll der User einfach nur eine Auswahl bekommen, ne? Auswahl angezeigt bekommen. Treffe eine Auswahl. Ja, das ist hier. Genau. Und zum einen, dann Fahrenheit. So, also wenn er Fahrenheit in Celsius umrechnen will, oder ja, will, dann soll er die 1 eingeben.
Und ansonsten die 2. So. Ich kann es mal ganz aufhübschen hier. Ich mir noch so eine Trennlinie hier ausgebe, ne? Treffe eine Auswahl und so weiter und so fort. Kann ich eigentlich hier oben auch mal machen. Na. Das muss man nicht, aber das sieht ganz gut aus. Finde ich. Und wenn ihr es nicht so findet, dann macht es eben anders. Dann noch zwei Funktionen. Erst einmal die Prototypen. Und zwar der Rückgabewert beider Funktionen ist void. Und zwar deswegen, weil ich die Umrechnung über Pointer realisieren möchte. Und diese einzelnen Umrechnungen sind dann eben ausgelagert in unterschiedliche Funktionen. Einmal Fahrenheit to Celsius. Die Parameter sind zwei Double Pointer. Sowohl in der einen als auch in der anderen Funktion. Und zwar Celsius. Fahrenheit, auch hier Double Pointer. So, dann haben wir hier die Prototypen der Funktionen. Dann machen wir weiter und führen diese Funktionen aus. So, hier kommt die erste Implementierung, Fahrenheit. So, hier wird der Celsius-Wert entgegengenommen. Oder besser gesagt, die Adresse der Variablen oder die Adresse der Speicherstelle, an der der Celsius-Wert abgelegt wird. Ne? PTA. Okay. So. Ja, die Umrechnung. Klar. Sieht dann so aus. Ja, PTR Celsius. Das geht dann über eine Formel und zwar wird der Celsius-Wert errechnet, indem der Fahrenheit-Wert genommen wird. Von diesem Fahrenheit-Wert wird 32 subtrahiert und das gesamte Ergebnis wird dann durch 1,8 oder 1,8 geteilt. Oder ich könnte natürlich statt geteilt durch 1,8 oder 1,8 auch mal 5 Neuntel nehmen. So. Gut. Die nächste Funktion. Die haben wir dann auch. Ah, hier muss ich natürlich die Parameternamen mit eingeben und zwar hier wieder. PTA Celsius und so.
Okay. So. Ja, wie kommen wir jetzt von Celsius auf Fahrenheit? Ganz einfach, indem wir die Formel umstellen. Also, ja, das geht dann hier eben PTA Celsius mal 1,8 und plus 32. Hier brauche ich keine Klammern zu setzen, ganz einfach deswegen, weil ja, die Multiplikation Vorrang hat vor der Addition. Ja, es gibt hier ja eine Rangfolge der mathematischen Operationen, wie sie ausgeführt werden. Und ja, das solltet ihr aber auch von der Schule kennen, ne? Aus der Schule kennen. So, da haben wir es doch, ne? Ich schaue noch mal, habe ich das richtig gemacht? Ist ja alles on the fly, was ich hier mache, ne? Also ich lese hier nicht von einem Skript ab, sondern ja, indem ich hier oder während ich hier das Tutorial für euch einnehme, erstelle ich dieses Programm. Okay, sollte alles richtig sein. Gut, gehen wir in die Main-Funktion. Erst einmal hier eine Integer-Variable für die Auswahl, die der User dann trifft. Und zwei Double-Variablen. Einmal Celsius und dann Fahrenheit. So. Im ersten Schritt wird eben das Menü angezeigt. Show Menu. Und ja, mal schauen. Gut. Ja, und dann die Auswahl des Users ausgelesen. So, Prozent D. Okay. Er wählt aus. Und ja, jetzt müssen wir natürlich ermitteln, was der User ausgewählt hat. Auswahl. So, also wenn er 1 ausgewählt hat, dann ja. Nochmal die Rückmeldung. Du willst Fahrenheit. So, ja, und dann wird der Fahrenheit-Wert ausgelesen, beziehungsweise der User gibt den Wert in Fahrenheit ein. Ist das richtig? Sollte sein. Ja, also erstmal, ne, die Bestätigung, okay, du willst Fahrenheit in Celsius umrechnen, gib die Temperatur ein. So, Doppelpunkt. Ne? Dann gibt er die Temperatur ein. Der Fahrenheit-Wert wird eingelesen und nachdem dieser Wert eingelesen wurde, wird eben die entsprechende Funktion aufgerufen, die diese Umrechnung ja, ausführt. Fahrenheit, so.
Ja, und hier geben wir eben die Argumente an, und zwar als Argument, als erstes Argument Celsius, Adresse von Celsius, ne? Daher dieses Ampersand-Zeichen. Solltet ihr auch kennen, wenn ihr schon einige Zeit C programmiert. Und ja, das wird dir eben dieser Funktion übergeben als Argumente, und diese Funktion führt die Berechnung aus. Wir machen jetzt erstmal den nächsten Zweig, elsifAuswahl 2. So, dann erfolgt dasselbe, nur in grün. So, du willst Celsius in Fahrenheit umrechnen, gib den Celsius-Wert ein und dann scanf. Dann wird der Celsius-Wert eingelesen. Und ja, die Funktion aufgerufen, Celsius zu Fahrenheit. Und auch hier wieder übergeben wir der Funktion, die er erforderlichen Argumente. So. Dann haben wir noch einen dritten Zweig, den Else-Zweig. Und hier, ja, mache ich es einfach so. Ja, das wird eurem Professor an der Uni oder eurem Lehrer in der Schule sicherlich graue Haare bereiten. Ne? Hier verwende ich eine Go-To-Anweisung. Ne? Ja? Ja, Go-To ist etwas, was wovon euch eure Professoren oder Lehrer abraten, ne? Weil Code tatsächlich unübersichtlich werden kann, wenn man das ja, wie wild benutzt, aber ich bin eher dafür, dass man sie benutzen kann. Ich tue es regelmäßig und mir macht es ja auch Spaß. Ich finde diese Anweisung einfach toll. Ne? Und ja, und hier kann nicht so viel schief gehen. Ne? Also else, ja, für eine Go-To-Anweisung brauchen wir allerdings auch so eine, so ein Sprungziel. Ne? Und hier soll das sein, Start. Show Menu und else im Go to Start. Okay. Also wenn er hier was anderes eingibt als 1 oder 2, dann wird das Menü nochmal angezeigt. Ne? So. Okay. So. Und hier kann ich eben so eine Printf Anweisung hier ausgeben. Ja, sagen wir mal,
weil ich gerade, ne, die Printf-Anweisung gebe ich nämlich in den entsprechenden Zweigen hier mal aus. So. So. Also, dann printf. Also, okay, print. Punkt. 2f. Also hier ist Prozentpunkt 2f, das legt die Ausgabe auf 2 Nachkommastellen fest. Eigentlich braucht man nur eine reicht. So, also eine Nachkommastelle und Grad Fahrenheit entsprechend und so viel Grad Celsius. Okay. Und hier eben, ja, Celsius und Fahrenheit. Okay. Fahrenheit und Celsius. Okay. Schau gerade. Fahrenheit. Okay. So, sollte eigentlich richtig sein. Aber wenn ihr programmiert schon einige Zeit lang, dann wisst ihr, wann ist schon mal etwas auf Anhieb richtig. Ne? So. So, und Celsius, na. Okay. So. Bin ja jetzt echt mal gespannt. Hier kann man noch mal so ein Putscher. Einfach so einen Zeilenumbruch hier mal einfügen für die Ausgabe. So, jetzt verlasse ich mal den Insert-Modus, indem ich auf die Escape-Taste drücke. Und jetzt gehen wir mal den Code mal durch. Schauen wir mal. Ja, hier die Funktionsprototypen. Dann in MAME. Eine Variable für die Auswahl, dann Celsius und Fahrenheit. Hier die Sprungmarke für die Go-To-Anweisung und dann wird das Menü angezeigt. Der User trifft eine Auswahl. Diese Auswahl wird in der Variablen, in der gleichnamigen Variablen gespeichert und hier eben ausgewertet in einer if-else-if-else-Konstruktion. So, dann du willst Fahrenheit in Celsius umrechnen, gib die Temperatur ein. So. Ich gucke nochmal. So, ja, Fahrenheit zu Celsius war eben die Auswahl 1, richtig. Es sollte klappen, liebe Leute, ne? Aber das werden wir gleich mal sehen. WQ, wunderbar. Und tatsächlich existiert jetzt in unserem Ordner eine Quellcode-Datei temp.c und die kompiliere ich jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, und da haben wir doch schon die ersten Warnungen.
Okay, entsprechend. Also da. Ah ja, fehlt das F. Okay, dann gehen wir mal wieder hinein und gehen wir mal hier. F. So, hier war das, ne? Gut, dann wieder Insert F Escape. So, okay. Na. Escape. Das sollte jetzt gut sein. Also nochmal WQ. Der Versuch ist nochmal zu kompilieren und dann sind wir hier. Ah, da habe ich den Fehler. Auch bei Grad Fahrenheit. Okay, das ändern wir ja um. Ne? So. Und dann gehen wir mal hier. So, Insert F und das probieren wir jetzt nochmal aus. WQ. Und so läuft das dann hier, ne? Ja, der Hammer. Jetzt haben wir es. Das ist doch mal was. Ich kläre jetzt mal den Bildschirm und dann probieren wir mal, wie es aussieht. Temp, so. Treffe eine Auswahl Fahrenheit zu Celsius. Dann sage ich jetzt mal 1. Du willst Fahrenheit in Celsius umrechnen. Gib die Temperatur ein, sagen wir mal 68. 68 Grad Fahrenheit entsprechen so und so viel Grad Celsius. Und ja, das stimmt. Glaube ich auch. Und probieren wir mal den umgekehrten Weg. Ne? Treffe eine Auswahl. 2. Du willst Celsius. Also diese Rückmeldung ist wichtig, ne? Dass der User auch seine Eingabe noch einmal bestätigt bekommt. Ne? Du willst Celsius in Fahrenheit umrechnen. Gib den Celsius-Wert ein. Wenn ich jetzt mal 20 eingebe und dann bekomme ich hier tatsächlich 68 Grad Fahrenheit. Super. Ja, ihr seht ja, dass ich hier ja, bei einer erneuten Eingabe hier nochmal das Programm ausführen muss. Ne? Das kann man sicherlich auch umändern, indem man den Code, den wir hier erstellt haben bisher, noch einmal in eine Schleife packt und den User fragt, ob er noch einen weiteren Wert eingeben möchte. Ne? Und das ist mal eine nette Aufgabe für euch, ne? Wenn ihr ja, euch mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee an euren Rechner setzt, dass ihr dann ja, diesen Code, den wir hier zusammen erstellt haben, umändert. So, treffe eine Auswahl, Celsius Fahrenheit und ich sage jetzt mal 32, ach Quatsch. Ja, gib jetzt mal eine andere Zahl ein, 4, ne? Und ja, und jetzt kommt die Go-To-Anweisung und springt zum Sprungziel. Und ja, ich werde noch einmal gefragt. Also, sagen wir mal hier, Fahrenheit zu Celsius und gebe jetzt mal 32 Grad Fahrenheit ein und das sind dann tatsächlich 0 Grad Celsius. Ne? Und jetzt kann ich natürlich diese Spielerei hier weitermachen. Ja, für die nächsten 20, 30 Jahre lang, ne? Wenn man nichts zu tun hat. Bitte schön, aber hey, Leute, das ist doch mal ein nettes Programm. Ne? Und das ist doch mal sicherlich auch ja, nützlich, ne? Denn man hat ja schon mal Gelegenheiten, ne? Bei denen man eben diese Umrechnungen
ja, gerne hätte. Und ja, ne? Und somit habt ihr eure oder eine kleine, nette und sehr brauchbare App erstellt. Ihr habt hier eine App erstellt. Ja, ist das nichts? Ist doch was. Ne? Toll. Ja, bis hierhin. Ich sehe gerade, das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert. Also wie gesagt, ne, ich bin absolut nicht für so diese Quick Fixes, ne, 3-Minuten-Videos, so nach dem Motto, ja, pass mal auf, ne, lernst eben mal C programmieren innerhalb von 2, 3 Minuten. So läuft das nicht. Man muss sich Zeit nehmen, man muss sich mal vollkommen auf das Programmieren mal einlassen, die Welt um sich herum mal vergessen. Und so macht es erstmal Spaß und zweitens kommt man so weiter. Ne? Ja, ne, toll. Okay. Ja, mein Tipp hier noch an eurer Stelle, ne, um schneller in C reinzukommen, um schneller vorwärts zu kommen. Mein Tipp hier, bildet Lerngruppen, schaut, dass ihr Freunde ansprecht, Bekannte ansprecht oder den kleinen Bruder, die große Schwester, wen auch immer, ne? Und dass ihr zusammen mal so nette kleine Programme erstellt oder eben hier meinem Tutorial oder meinen Tutorials hier auf meinem Kanal folgt, ne? Denn nach und nach, Schritt für Schritt, werdet ihr dann ja mit dieser Sprache, wie soll ich sagen, verwachsen. Ne? Das wird so ein Teil von euch sein. Ne? Gut, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Und ja, abonniert meinen Kanal und betätigt die Alarmglocke oder die Glocke unter den Videos, falls ihr das alles nicht schon getan habt. Und ja, bis jetzt oder jetzt sage ich, ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich fürs Zuhören und Zuschauen und ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und bye bye.